So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Ja. Wir haben die Pilze gesammelt und das heißt, wir gehen jetzt in das Dojo und liefern die mal ab. Hoho, willkommen zurück. Du hast die zweite Pilze geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als auf dieser Pilze zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Was? Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dillerpilzen eine feine Dillersuppe. Okay. Sehr schön. Du bist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die Dillerpilze, die du mitgebracht hast. Halt! Einen Moment bitte! Saverio? Was ist denn los? Ist ja völlig außer Atem. Es ist jedenfalls gelungen, die Pilze ausfindig zu machen. Oh, gut gemacht, Saverio. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du jetzt weiter in der Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich hab's verbracht. Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Aber du brauchst doch nicht zu weinen, Saverio. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch! Meister, Enya, entschuldigt, aber ich habe zum ersten Mal eine egoistische Bitte vorzubringen. Könnte der Dinner-Suppe meine Dinnerpilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass alle Wege los der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Ach, Saverio, dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn es keinesfalls deine erste egoistische Bitte war. Ja. Danke, vielen Dank. Ja, tut mir leid. Nimm es bitte nicht übel, dass wir Saverios Dinnerpilze für die Dinner-Suppe benutzen. Aber Saverio ist selten so ernst bei der Sache. Die Geste scheint ihm sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dinnerpilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, es ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Zieh die drei Dinnerpilze einfach als Bonus ein. Was, ich kriege die scheiß Pilze nur für die... Oh, okay. Na gut. So, das war dann ein Ende. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master-Dojos, die Dinnersuppe. Ha, hab ich einen Duellkampf. Haut rein. Ja, guten Hunger. So. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dinnersuppe bewirkt. Du spielst wie es deinem inneren Dinnerwachs-Energie aussteigen. Okay. Kann ich wieder Dinnerwachsieren? Das hättest du wohl gerne, was? Leider bewirkt dir nichts, wenn Menschen sie essen. Schade, wieder klappt. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wenn sie von solchen Pokémon gegessen, die über das notige Potenzial verwirken. Dann führen sie anstelle der Dinnermaximierung die Giga-Dinnermaximierung durch, bei der sich die auch ihr Aussehen verändert. Ab jetzt wird immer noch jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du die Dinnersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Du lass es mich noch einmal offiziell herausbesorgen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und danke für das Verkristen. Okay. Ah, Kev, schau später mal in meinem Zimmer vorbei. Dann machen wir das doch, liebe Leute. Gucken wir mal, was der da zu sagen hat. Hier ist er. Hey, dann müssten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Dann muss ich noch den Kaffee drücken. So. Oh, er ist stehen geblieben. Ich hätte es schon zu viel. Da bist du wohl ein paar Watt her. Zu. Gut, hat sich mein EP-Pin bisher schon als sicher gewesen? Was passiert, ja. Eine aus Rüttel zum gebaute Maschine, die wie ein Pokémon aussieht. Aber der Roboter, das sind dann fast weg? Klar. Du hast also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Kein Wunder, siehst du mit ziemlicher Sicherheit, dass der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie Ogemator. Der Ogemator wird unsere Vorstellung des Recycles revolutionieren. Es gibt nur ein Problem, wie ist da der Strom ausgegangen? Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um in Betrieb nehmen zu können. Aber warum will man von ihrem Watt partout nichts abgeben? 500 Watt ist alles, was ich brauche. Dann könnte ich den Ogemator sofort in Betrieb nehmen. Aber das doch. Was? Willst du mir wirklich 500 Watt abgeben? Um 500 Watt zusammen müsste ich normalerweise ziemlich viel Zeit rausbringen. Nein, nicht wirklich. Einfach zwei, drei Nächste anquatschen, dann kriegt er die sowieso. Aber ich habe ja, komm, 20.000 was oder so gehabt. Ich kriege ja einen Move wieder zusammen.
Aber für dich, wie war eigentlich dein Name? Chef? Für dich scheint das ja kein Problem zu darzustellen, oder? Dann würden wir deine Watt mal in den Ogimator einspeisen. Voll Energie! So. Hey, perfekt! Wenn du 4 Items, die du nicht mehr brauchst, in den Ogimator gibst, schaffst du daraus ein neues Item. Du könntest zum Beispiel mit 4 Exemplare der Apokokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt er dabei als total netter Pokémon raus. Und weil du so nett warst, deine Warte in meinen Ogimator zu investieren, lass ihn sogar umsonst benutzen. Ja, das war nämlich ein bisschen an Generation 2 und 4 Pokémon Silber, Gold, Hardcore, Gold, Soul Silver. Da ging das ja genauso beim guten Kurt damals, wer sich erinnert, die Apokokos war die dieselbe Welle. Das scheint wohl wieder hier möglich zu sein. So, aber eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier waren, war der Herr hier. Wir sollten ja bei ihm mal vorbeischauen und mal gucken, was er will. Hey, Kev Saverio, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Weißt du, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht. Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich mein erstes Wörtchen mit euch reden muss. Es gibt nur 3 Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der Finale der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Was? Die letzte Finale? Ultimative Nummer 3? Was? Nummer 3? Was? In anderen Worten, die letzte Prüfung fängt bald an. Exakt. Ihr habt es als Einzige geschafft, 2 Prüfungen zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke vorgeholfen. Jetzt Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Ist das ein Duell, die Fan? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner kommt von mir, die Geheimrüstung unseres Dojos. Hehe, ehrlich ist es so mein. Jedoch. Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Dann habe ich keine Zeit verlieren. Ich muss scheiße jedenfalls noch so den Kampf im Geiste durchgehen. Du denn, ich geh schon mal voraus. Nimm du dir derweil ein Beispiel Flagball und lass dir Zeit an mit deiner Vorbereitung. Ja, ich glaube, der will uns da irgendwie was. Naja, gut. Ah, Saverio hat an und für sich schon Talent. Aber da er sich dessen bewusst ist, geht er alles nur halbherzig an und hat bisher noch nie eins auf eine Sache gewidmet. Das geht auch fürs Training im Dojo. Und seit du hier bist, hat sich das geändert. Eure Rivalität scheint ihn alle zu anzuspornen, sich wirklich für etwas in Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. So, wir sollten tatsächlich jetzt gegen ihn kämpfen, als letzte Prüfung. Dann machen wir das doch mal. So, er besitzt ja Gift-Pokémon. Größtenteils. Also, das ist riskant mit. Oder mit Gift-Psycho, ne? Oh ja, für Psycho-Pokémon. Das heißt, Simona ist vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Wahl da. Da ist der Gute. So, auf geht's. Darf ich jetzt gegen dich kämpfen? Darf ich dir jetzt kurz den Arsch versohlen? Du bist also erschienen. Nach einem Sieg über dich werde ich die Geheimrüste für mich beanspruchen. Dies wird mir auf dem Weg Arena-Leiter für Psycho-Pokémon und es werden alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen wirst, der Sieg ist mir jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du bereit? Ja, yeah, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg. Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Na gut, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, man hat ja schon 2 Mal gegen uns klar verloren. Gucken wir mal, ob er sich jetzt diesmal ein bisschen ändern wird. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Fertig. Und ab geht die Pass. So, die finale Prüfung. Und du fängst mit Pony da an, aber tatsächlich. Aber ich wundere mich, warum wir nicht die Weiterentwicklung probieren. Okay, Pony ist vielleicht doch nicht so ein guter Gegner. Psycho Fee. Mit Psycho Attack kann er nicht noch mit Fee Attack kann uns ganz, ganz böse wehtun. Und er hat irgendwas. Ne? Fähigkeit, was? Zwischen? Naja, versuchen wir es trotzdem.
Ich verliere. So, das war für ein Finster Aura, bevor dieses Pokémon irgendwas gegen uns machen kann. Au. Es scheint wohl irgendwas. Okay. Ha, da kann ich weiterkämpfen. Hahaha. Dann gehen wir weiter mit Finster Aura drauf. Zurückgeschreckt. Also ist dieses Bonita schon mal weg. Lädt die Amo. Okay, dann bleiben wir mal ein bisschen runter. Und gehen auf Nachthieb. Ist Kadabra. Und Kadabra dürfte eigentlich nicht das große Problem sein. Ich weiß nicht, was ich da sein. Das wird auf jeden Fall nicht so ein dünner Max Pokémon. Ich frage mich, was er hat. Jetzt ist der Kadabra draußen weg. Und der hat Lamus. Lamus ist Psychogift. Gut, dann machen wir es doch so. Gehen wir drauf. Er wird wahrscheinlich sein Lamus auf Dynamax gehen. Wir gehen darauf, ja. Okay, ja, Schnellschuss. Pokémon noch. So. Dünner Flut. Ja, geht auf den Schuss nochmal. Dann gibt der Flut, ja. Da muss ich aber aufpassen, das könnte. Ah, das ist die Hälfte am Block. Was ist Lamus? Damit haben wir das Ding ziemlich deutlich vor uns entschieden. Jetzt würde mich schwer wundern, wenn du noch was hättest. Was? Ich? Ich mach, sollte mir selbst einen Zielwand auferlegen. Jo. Wir haben einen Sieger. Kämpfer die dritte Prüfung. Dann. Bravo, super. Das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das beide, habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Verloren. Ha, wie überaus armselig. Dabei habe ich sogar auf volle Tricks zurückgegriffen. Okay. Was hast du gemacht? Ich bezweifle stark, dass so ein junger, talentierter Mensch wie du das verstehen kann. Ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Doch vielleicht ist nur die Zeit gekommen, den Traum vom Arenaleiter-Dasein aufzugeben. Das war nämlich so ein bisschen am Bett. Das ist ja dann irgendwann eingeknickt ist. Sobald mein unfaires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halte dich nicht zurück. Du kannst dem Meister ruhig von meinen Missetaten berichten. Nö. Was? Wieso nicht? Da habe ich mich zu so einem städtischen Daten reißen lassen, um mir den Sieg zu sichern. Kev zeigt mal wieder auf wahre Stärke, indem man sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister?
Als Herrenmeister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt in einem voller Siegeswillen und gibt alles gegen seine Gewalt. Ich danke dir. Verzeih mir. Als Strafe wirst du ein halbes Jahr lang ganz alleine um die Pokémon im Dojo kümmern. Ja, bitte? Bin dir sicher, dass es mit dieser Strafe schon getan ist? Hallo, Go. Und jetzt von jetzt an wirst du auch bei uns auch dein Geist stärken. Ja, jawohl. Dann wäre das alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar zurückgelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Es war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rot und Wasser gefreut haben. Kev, du hast dich von deiner misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen. Prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und versprochen, die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich schon mal vor, um Dojo oder nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Hat euer Meister vor und kennt uns ins Dojo. Jo. Hättest du immer mehr Zeit? Wieso? Willst du noch verlieren? Ich. Cool, wir haben die Liga-Karte von ihm erhalten. Ich muss zugeben, dass tatsächlich ein klein wenig Talent in dir schlummert. So. Gut, und wie soll jetzt Anni hier sein? Da bist du ja. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher bereiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master Dojos. Also dann, los, komm heraus. Ah, das Pokémon, das auf dem Dach war, kriegen wir jetzt scheinbar. Das ist cool. So. Ja, schnell weg. Ich habe wohl sehr scheu zu sein, das Kleine. Guck mal. Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Köstchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem. Es ist ziemlich schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne deine Obhut geben. Ich danke dir im Voraus. Kommt es jetzt oder kommt es nicht? Meister, ich hatte ja Dakuma anvertraut. Und Dakuma ist vom Typ Kampf, wenn ich richtig sehe. Ja. So, die Frage ist, ob ich das nehmen soll. Ich überlege gerade. Ja, ich werde es jetzt nehmen. Dafür habe ich jetzt Galoppe rausgenommen. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kästchen hat von, noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfach anöffnet, wenn es zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten positionieren, um den Weg zu weisen. Natürlich sollt ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch nur besser kennen. Oh, ich weiß schon, wie euch zwei unter Leute angreifen können. Bis auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokémon holen und mit ihm spazieren gehen. Also so ähnlich wie damals in, wie gesagt, Hard Gold, Soul Silver. Und ja, let's go, auf jeden Fall auch. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, dann kommt ihr zu mir. Dann könnt ihr mit können wir mit der Kumas Ausbildung in den Kampf kurz beginnen. So, okay. So. Ja, wir haben alle Prüfungen abgearbeitet.